Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt, und zwar Tales of Berseria. Ja, ein Spiel von Bandai Namco für die PS4. Der neueste Teil der Tales of Reihe, welcher vor einer Woche ungefähr rausgekommen ist, und da wird das Intro abgespielt. Ich sollte mich vielleicht bewegen hier im Titelmenü, damit das nicht wieder auftaucht, weil ich habe Angst wegen Copyright und so. Und ja, gut. Ja, war klar, dass das Spiel irgendwann auf den Kanal landet hier. Hab ja schon 6 Tales of Teile hier auf diesem Kanal draufgeballert. Könnt ihr aber mal ruhig kurz mal reinschauen und so, ne? Verwerbung für mich. Und ja, Lizenz. Steht sogar, dass man, glaube ich, dieses Produkt benutzen darf. Weiß nicht, ob er jetzt mit Let's Plays auch gemeint ist. Aber ich habe ja noch, was heißt ich, irgendwie Approval von Bandai Namco. Weiß nur nicht, ob das jetzt noch irgendwie was wert ist, aber werden wir ja sehen. Wenn nicht, dann wird das hier einfach alles runtergeschmissen und wir sind alle dran. Okay, ja, gut. Das Spiel ist blind, das bedeutet, ich weiß nichts, was Story, Charakter oder ja, Handlung, irgendwas hier in diesem Spiel drin ist und so. Und ja. Da würde ich es auch gerne bleiben lassen. Bitte keine Spoiler in den Kommentaren und so. Und ja. Aber ich sollte vielleicht schon mal damit anfangen zu sagen, was ich so von dem Spiel weiß. Kann ich hier zurück? Ja. Okay, cool. Ja. Normalerweise kenne ich eigentlich schon die Charaktere vom Namen her. Und das war's. Beim letzten Spiel, als ich Let's Played habe, also letzten Tales of Spiel, Tales of Systeria, wusste ich auch so gut wie nix, und da war eine gute Erfahrung, weil als ich das dann das erste Mal gespielt habe, ich gemerkt, dass es das Kampfsystem von Tales of Graces F hat. Und das ist eines meiner absoluten Lieblingsteile. Deswegen war ich sehr positiv überrascht. Hier weiß ich nichts über das Kampfsystem. Ich weiß von 2 Charakteren. Einer von ist ja die Hauptcharakterin. Weiß ich nicht, von Facebook oder so, von Bandai Namcos Facebook-Posts und so, weiß ich irgendwie, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, Dämonen fangen kann oder so. Und der Intro hat auch, glaube ich, so ein bisschen daran angedeutet, weil ich natürlich nicht zeige wegen Copyright und so. Da habe ich zu viel Schiss vor, und ja, der Song ist schon. Geht auf YouTube, gibt Test Berseria Opening ein, dann habt ihr halt schon. Wunderschönes Lied. Die Band kommt mir bekannt vor, die irgendwie das Lied singt. Ich weiß nur nicht. Von wo. Und ja, dann weiß ich über noch einen Charakter, das ist so ein blonder Typ, welcher der, glaube ich, große Bruder von einem Charakter aus Tales of Systeria ist. Und das bringt mich schon zum nächsten Teil, und zwar weiß ich, dass dieses Spiel, glaube ich, es muss vor Tales of Systeria spielen. Ich weiß allerdings nicht, wie viele Jahre vorher. Ob, weiß ich nicht, 100, 1000 oder irgendwie so was Jahre. Und ich glaube, das war es eigentlich schon. Ja. Weiter als bis zu diesem Bildschirm habe ich hier nichts gedrückt. Addons weiß ich auch noch nichts. Werden wahrscheinlich wieder Kostüme und so was alles bereitgestellt und so. Ich mir natürlich fast alle holen werde. Und ja, ich würde dann sagen. Oh ja, falls euch der Part natürlich gefällt, könnt ihr ja ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Um den Kanal ein bisschen weiter zu helfen, um mir zu sagen, dass ihr, was euch gefallen hat hier an diesem Projekt und so, und was euch nicht gefallen hat, dann schreibt das auch alles in die Kommentare rein. So, jetzt haben wir 5 Minuten gequasselt. Jetzt können wir euch anfangen. Ich glaube, ich werde irgendwie so einen Skip packen oder so reinpacken. Okay, jetzt tut meine PS4 sich abkühlen, weil ich fand das irgendwie merkwürdig. Ist halt bei irgendjemand auch so, dass die PS4 irgendwie durchgehend am Durchdrehen ist, nachdem man das Spiel reintut, weil die hat sich jetzt beruhigt. Aber jetzt passiert ja auch eigentlich nichts, ne? Das hat mich erst verwundert. Ich habe immer Angst, ob meine PS4 explodiert, wenn die so abgeht. Deswegen. Gut. Bevor das Spiel angefangen hat, konnte ich eine. Obwohl, konnte ich das jetzt auch schon machen? Ich habe einmal kurz Anwendungen geschlossen und so. Und ich glaube, ich konnte diesmal nicht einstellen, wie die Sprachausgabe ist. Man kann die Sprachausgabe zwischen Englisch und Japanisch wählen. Ich habe Japanisch genommen. Und ja, ich würde sagen, das ist jetzt genug. Jetzt haben wir 6 Minuten gequatscht. Jetzt fangen wir auch mal wirklich an. So, ach, jetzt kommt Dingens. Wieder. Ja. Wer schon ein paar Projekte von mir gesehen hat,
Der weiß, ich mag es schwer und hier hat man einen schweren Schwierigkeitsgrad, deswegen, was machen die diese Schwierigkeitsbeispiele, die Herausforderung so, die Effektivität von Heilungsarzt bringen. Darum ist taktisch kluges Vorgehen ein Muss. Ach du meine Güte. Du hältst weniger Erfahrungspunkte in den Kämpfen, mehr Geld und höhere Bonuserfahrung. Okay. Einkauf, da muss ich erst noch gucken. Untertitel ein, ja, müssen wir. Rotationsgeschwindigkeit der Kamera, Tonausgabe, Stereo, das ist mir eigentlich vollkommen egal. So, ich glaube, das reicht alles. Ja, bei mir muss immer schwer sein, immer so zwei Schwierigkeitsgrade höher als normal. So, und dann würde ich sagen, fangen wir an. So, erste PS4 Tales of Spiel spielen, merke ich gerade. Wuhu! Ja, gucken wir mal, was uns erwartet in der Welt von Tales of Berseria. Ich hoffe, ich zu diesem Teil ausnahmsweise mal richtig aussprechen. Das war die Hauptcharakterin, oder? Ja, die rechte. これを持っていれば大丈夫だ。セリカが魔法をかけてくれた。生きる勇気をくれる人だ。本当さ。俺が嘘をついたことがあるか?セリカを助けたら迎えに来る。いいか。怖くてもくじけるな。何があっても諦めるんじゃないぞ。 Okay. Wir fängt an und Leute sterben schon. Das ist nicht so gut. Ist ab 12, okay. Wollte noch mal kurz nach. Entschuldigung. Ja. Ich hoffe, es kommt von unserem Typen da, der gerade abgehauen ist. Wie in Tales of Hysteria irgendwie, hat die sich in Monster verwandeln. Bobby, warte nochmal, boah, ich hab das so lange her. Das Spiel. Lass mich raten, er ist voll böse und wird der Final Boss des Spiels, ne? Ich sage es jetzt schon vor. Auch was, manchmal habe ich sogar recht. Boah, du erinnerst mich voll an irgendwas, ich weiß nur nicht was. Hallo? Willst du mir die Hand schütteln? あの日から世界は変わった。魔物に疲れた人々、人間を食い殺す地獄に絶望に凍りついた私の心が感じるのは
血まみれの肉の味と、あの男への憎悪だけだ。Arthur, oder? Ja. Ruffy. Das Spiel beginnt und unsere Hauptcharakterin wird brutalerweise einen Werwolf töten, alles klar. Ohayo. Mo, Ruffy te yobu no yamete tte ba. Kodomo ppoi. Ikinari monku to wa joushi ii kana? Chotto netsu ga aru wa ne. Kyou wa otonoshiku nete nasai.ちょうど新しい薬が届く日だし。ええー、僕岬に行くつもりだったのに。ダメ、今日は我慢。本くらい読んでも。ベルベットを困らせるな、ライフセット。そんなつもり。アーサー兄さん、もう巻き終わりよ。わけ。ああ、一冬分やっておいたよ。だが。出かける用ができてしまってな。薬の代金は少し待ってもらってくれ。なら私が稼いでくるよ。売りボアを何匹か狩れば薬と交換できるでしょ。お前一人でか。アーサーの先君その一。作戦は堅実に、対応は柔軟に。わかった。弟子の腕を信じるとするか。すまんが頼む。ごめんね、お姉ちゃん。ごめんもすまんもなし。家族なんだから当然でしょ。では行ってくる。お粥を作ってあるから食べてね。夕方前に戻るから。わかった。気をつけてね、お姉ちゃん。 OK, ah, es geht los. Teilen, ja, OK. Karte, Plauderei, Dreieck, OK. OK.Gut. Haha. Blöde Frage. Jetzt konnte meine Kamera auch bewegen, ne? So. Was ist das? Achso, das ist eine Leiter. Boah. Ja. Viereck. Karte. Menü. Wie kann man das Menü öffnen? Ach, mit dem Touch-Dingen.So, Velvet, ja, das ist die Hauptcharakterin, ne? So viel weiß ich auch, habe ich vergessen zu sagen. So, wir haben eine Weltkarte, Apfelgelee, Dorfbewohnerkleidung, Kampfstiefel, Montur, oberste Gürtel und eine Blutklinge, ja. Meisterfähigkeit. Oh, bitte sag mir, die haben das gleiche Level. Yes, haha. Das sieht voll nach Tales of Graces F aus. Boah.I am pleased. Wir haben nur, wir können schon direkt vier Dinge einsetzen. Oh, das ist wieder ein richtig gutes Vertrauensgebiet. Ich hoffe wirklich nur, boah, bitte. Ich hoffe wirklich nur, wir müssen nicht wieder Waffen aufleveln oder so, weil das dagegen bin ich entschieden. So, Regel Nummer 1, erstmal alles hier.Einsammeln, sonst finden wir hier Muskat. Dann können wir Muskatnuss herstellen. So. Du hast ein Ausrufezeichen, also Quest, ne? Ich bin nicht so gut. 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 Ich bin nicht so gut.Das ist eine ganz doofe Frage, aber es ist ein Junge oder ein Mädchen? Das ist ein Junge, oder? Der sieht nämlich fast genauso aus wie... Gibt es irgendwie eine Ego-Perspektive oder so? Nee, ne? Warte, R1. Stachelschwein. Ach, wir müssen sogar Zeugs töten. Sieht echt aus wie aus Attack on Titan hier, Christa. Vor allem das Farbschema passt auch noch. Das ist irgendwie gruselig. Gut. Wer Fallout bei mir geguckt hat auf meinem Kanal, der weiß, ich gucke mich sehr gründlich um, was vielleicht nicht so gut ankommt und so, aber ich will ja auch nichts verpassen und so. Deswegen tun wir uns mal schön gründlich umschauen. So, was ist das jetzt hier? Da muss ich hin, oder? Ich meine, hier ist jetzt hier nur ein... Oh, okay, ich dachte, ich komme in ein neues Gebiet oder so. Da sehe ich da was. Ein Pfeffer!
ein Pfefferkorn gefunden. Geil. Gut. Da kann man nicht rüber. Upf. Na, so gehe ich. Gut. Da springe ich. Gut. Dann gehen wir raus und töten was. Eine Minikarte, deine aktuelle Umgebung wird im Bildschirm links oben angezeigt. Hier kannst du die Standorte deines nächsten Ziels von Lehen und mehr überprüfen. Gebietskarte mit vier drücken. Ja, wenn schon. Mit klarkommen. Eins aktuelles Ziel. Ja. Das ist so Tetris-System. Neben der Gedenkstätte von Arthas und Celisas ungeborenen Kind stehen die Grabsteine von Velvets Eltern und Celisa. Auf der kleinen Säule sind folgende Worte eingraviert. Dieses kleine Leben wird seinen Flügel ausbreiten und durch die Lüfte fliegen. Okay. Halt. Äpfel. Äpfel. War. Wow. Ist ein Insider, muss keiner verstehen. So. Ich hoffe, die Hauptcharakterin wächst mir ans Herz. Bis jetzt finde ich sie okay. Egal, ob sie jetzt hier so freundlich bleibt oder so blutrünstig wird, so wie vor 5 Minuten. Weil mit Mila in Tales of Xillia, ja, ich nenne es Tales of Xillia, weil ich 200 Parts lang es Tales of Xillia genannt habe, obwohl es Tales of Exilia genannt wird, glaube ich. Und das hat sich halt eingebrannt. Entschuldigung. Und ja, irgendwie mochte ich sie vom Charakter nicht. Ich hoffe, das wird hier ein bisschen anders mit ihr. Der Velvet, weil ich denke jetzt gerade, ja, Ludger hat jetzt nicht viel Charakter. Tales of Exilia 2, Espel ging. Wir sind die Hauptcharaktere, also die Hauptcharaktere immer so ein bisschen zu trocken. So, Pläne fürs Abendessen. Okay, das ist schon wieder ein neuer Stil, so was die Skizze angeht.村の仕事にも借り出されてるし、疲れてるのかな。よし、今晩はセリカ姉さん直伝のウリボアの肉たっぷり。なのにさっぱりシチューにしよう。栄養満点のお肉を食べれば疲れも熱も吹っ飛ぶわよね。オッケー。前後ためフィールディングクエスト。これは全てアイスシュワイネ。これは全てミッション。 Es ist meine PS4 richtig calm, ey, richtig schön. Muss grad los. Gut, ich möchte wenigstens ein Schwein hier noch erledigen. Oh, es wird einfach wärmer. Nicht wärmer, oder? Die Wetter verfärben sich dieses Jahr schon sehr früh, was wohl die Ursache von all dem ist. Wir werden alle sterben, das ist der Grund. Ein roter Mond wird auf uns herniederprasseln. So wie in diesem einen Zelda-Spiel. Er hat mit sich selbst geredet? Jetzt wo du sagst, Afa hat, ich sag Afa, okay, hatte die gleiche Angewohnheit, nicht wahr? Es ist die reine Wahrheit, dass ich vom Laden zurückkam, habe ich Lafiset mit jemanden reden sehen. Aber er war ganz alleine, war es nicht so, Othello? Miau. Lafi mit Ceres gesprochen? Was hat er ganz alleine im Laden gemacht? Okay. Reden wir hier von so Geistern, ja. Von Zestiria verwiesen, aber ich habe alles irgendwie, was storymäßig Tales of Zestiria angeht, vergessen. So, Kollege. 7年前の開門の日以来、世の中はすっかりおかしくなっちまった。寒冷化に危機。何より人間が化け物になっちまう。ゴーマ病の流行だ。まさか人がたとえでも何でもない本物の怪物に変わるなんて。ゴーマ病。 原因も治療法もわからないのよね。ああ、で、トウ。ただ、はっきりしてるのは化け物、ゴーマになった奴らは異常な力で暴れ出して人間を襲うってことだ。まるで地獄の門が開いて、この世と繋がったみたい。開門の人はよく言ったものよね。そういや、セリカが亡くなったのも開門の日だったな。お前の姉さんはこんな世界で苦しまずに済んで よかったのかもしれんぞ。セリカ姉さんが死んでよかったっていうの？そんなはずないでしょ。例え話だよ。すまん。バカだね、この人は。ごめんよ、ベルベット。Okay, habe ich mich auch irgendwie gewundert, weil
Das sind nicht die gleichen Personen, ne? Die Person, die jetzt hier im Bett ist und die irgendwie aufgespießt worden ist. Von Arthur? Fragezeichen? Deswegen frage ich mich auch, warum leben wir überhaupt mit dem noch zusammen? Hat er nicht irgendwie den umgebracht oder so? Ich bin ein bisschen verwirrt hier, was diesen Timescan angeht. Weil wir waren ja noch klein, also ist das ja noch ein bisschen weiter, ne? Das ist schon mal offensichtlich. Hallöchen. Hey, Velvet. Life is it, genki ni natta? Mada chotto kana. Sannen. Yoku natta ra, mata kuwagata o sagashi ni ikou tte itte oite. Eh, yoroshiku ne. Life set no byouki, daibu nagai wa ne. Aikawarazu, shuuki teki ni netsu ga deru no. Kusuri o nomu to, sukoshi yoku naru ndakedo. Daihen ne. Nani ka tetsudaeru koto ga atta ra itte. Arigato. Kedo, daijoubu. Chikara shigoto wa Arthur nii-san ga yatte kureru shi. Sore ni, nii-san ga kuru made, Serika nee-san wa hitori de atashi to Luffy o sodatete kuretan dakara. Atashi mo ganbaranakya. Yappari shimai ne. Sou iu maemuki na tokoro, Serika ni sokkuri yo. Honto? Sou nara ureshii na. Okay. Ich frage mich, was diese Ausrufezeichen bedeuten. Ich dachte, das würde eine Nebenquest sein, aber wir tun ja nur Gespräche führen. Ich habe eine Blutklinge, ey. Das ist doch Ausrüstung genug. Jetzt gibt es noch einen Satz, keine Alternative. Apfelgelee. Ach, wir können wieder Läden aufleveln. Hi. Resistenzring. Drei Arten von Schatztruhen sind an verschiedenen Orten und Welten versteckt. Jede Truhe enthält eine von drei Arten von Gegenständen. Kupfertruhen, Verbrauchsgüter. Ah, verdammt, jetzt habe ich das runtergedrückt. Ja, darunter drücken müssen mit dem Analog. Boah, das wird gewöhnungsbedürftig mit dem einen Ding hier. Ding so. Hallo, cool. Alter. Schon gewusst, ich habe mich schon gewundert, was dieser Ding jetzt irgendwie macht. So, weiter jetzt mit dieser Meisterfertigkeit. Bitte sagt mir, ich bekomme die Sachen, aber bitte lasst das so wie in Final Fantasy Tactics und Final Fantasy 9 sein, wo wir Sachen lernen, ausrüsten. Dafür irgendwie richtig geil. Weil ich bin ja so eine Person, ich horte ja meine ganzen Ausrüstungsklamotten immer wie blöde. Hallo Velvet, gehst du gerade einkaufen? Ich stocke nur ein paar Vorräte auf, bevor ich losziehe. Ein Neger ist nur so gut wie seine Vorbereitung. Wie geht's deinem Baby? Wir sind alle gesund und munter, danke. Möchtest du den Kleinen mal die Windeln wechseln? Denn früher oder später wirst du das auch täglich machen müssen. Ich glaube nicht, dass ich für sowas schon bereit bin. Ich muss die Welt retten und ich bin 16, okay. Windeln wechseln kann ich aber schon. Ha, die Zeit vergeht schneller als du denkst und du bist ein hübsches Mädchen. Das werden die Jungs im Ort schnell merken und die Jungs von außerhalb auch. Ich gehe besser jagen, solange es noch hell ist. Bis demnächst mal. Ich will dir keine Angst machen, also gut, Liebes. Pass auf dich auf, ja. Ja, wer will das schon hübsch, finde ich. So, das ist unser Speicherpunkt, oder? Speicherpunkte. Außerdem kommst du mal erkunden. Gut. Das ist ein Speicherpunkt. Da speicherst du. So, weiß ich nicht. Ja, das ist ein Speicherpunkt angezeigt. Okay. So, die Truhe wird dann. Ach, die werden wieder aufgefüllt, ne? Wie in Systeria, oder? Da ist noch eine Truhe. Bayons. Apfelgelee. Wow. Ich weiß nicht, ob es wieder so Erkundungen oder irgendwie sowas gibt. Deswegen tue ich wieder alles erkunden. Wird wohl nichts mit dem Kampf heute in diesem Part. Die Bänder fallen dieses Jahr wirklich früh, was? Wird wohl Zeit, dass wir uns ein paar Kartoffeln braten. Oh, hallo, Velvet. Hallo. Umtriebig wie eh und je, wie ich sehe. Ja, ich muss ja die Familie ernähren. Wenn du etwas Gemüse brauchst, nimm dir ruhig etwas Zeit. Meinst du das ernst? Das Angebot nehme ich vielleicht sogar an. Jetzt wird das Smiley traurig. So. Hi. Ich sehe nämlich Stachelschweinfleisch jederzeit Schweinlinchenfleisch vor. Und dennoch. Gebratene Koteletts, Speck, Rippchen und Schweinlinchen braten. Und erst die Öhrchen, die sind die reinste Delikatesse. Okay. Ja, mit dem Stimmen verteilen ja. Bei Charakteren, da dürft ihr euch jetzt nicht auf so High Quality irgendwie verlassen. Ich tue einfach so random machen, wie mir beliebt. So, ich muss wohin?
möchte jetzt auch nicht irgendwie eine Katze oder so eine auslösen, ne? Den Part eigentlich beenden. Laut Kalender soll morgen die stachelrote Nacht sein. Die Dämmerung vor 7 Jahren geschah auch in der stachelroten Nacht. Hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Es wird die Todesnacht von Celissa sein. Was? Ach so, ja, okay, ja, von ihrer Schwester, ne? Die Kleine, die gestorben ist. Gut, darf ich noch mal ganz kurz gucken. Ich möchte mal einkaufen und gucken, wie hoch das geht. Nicht hoch, okay. Alles klar, gut, dann würde ich sagen, war es das hier schon für diesen Part. Es war nicht viel passiert, außer dass wir die Charaktere vorgestellt bekommen haben, ganzen ein und das Dorf ein bisschen erkundet haben, aber in der nächsten Folge geht es dann so richtig noch los, ne? Hoffe ich. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, dann tut mir doch bitte einen Gefallen und hinterlasst einen Like, ein Abo oder einen Kommentar und sagt mir, was euch gefallen hat, oder falls euch nichts gefallen hat, dann sagt mir das bitte auch. Und damit ihr mir sagen könnt, damit ich weiß, meine Güte, was ich verbessern kann. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.